Hey Peter, weißt du was? Ja, dass wir abgesetzt wurden zum Beispiel. Also... Oh, geez, Rick. Seit wann ist der Fernseher an? Wir unterbrechen Ihre Verwirrung für eine wichtige Eilmeldung. Die Megastars Jacko Bell und Peter Melges Apfel. Wow, warte mal. Du heißt mit zweiten Namen Melges? Ich dachte, dein zweiter Name wäre der. Wir unterbrechen Ihre schlechten Jokes erneut für eine wichtige Eilmeldung. Die genannten Stars verursachten mit ihrer Absetzung der Serie Peter der Apfel weltweit für Massenselbstmorde, steigende Kriminalität, Demonstrationen und was ganz schlimm ist, sie hinterließen gebrochene Herzen. Ich wollte nur eine weitere Folge! Lan, was mit Kuchenmonster Part 2? What about American Dub, huh? Ich bin eigentlich kein Fan. Also, eigentlich, na, aber, nee. Wen juckt's? Was macht dieser Briefumschlag neben dir? Keine Ahnung. Okay. Alles. Naja. Ich frag mich, ob. Na, hier steht aber. Was zum? Was wieso? Was steht da drauf? Wir wurden zur Syrien einer Castingshow eingeladen. Ja, was ist daran so schlimm? Eingeladen wurde hier durchgestrichen und ersetzt durch gezwungen. Hä, chill doch, die Fans wollen uns doch sowieso back im Fernsehen haben. Wie heißt die Show denn überhaupt? Y-Faktor. Und wo findet die statt? Steht da nicht, Google. Wie sind wir hierher gekommen? Wow! Okay. Hey, ich kann dich sehen. Meine Damen und Herren, ich bin Kanin aus Geekzeit und eure neue Moderatorin und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Show, Y-Faktor. Und hier ist eure Jury, Peter der Apfel. Ich bin nicht freiwillig hier. Jacko! Jo, ich fühle mich... Und Bonge-Rührei. Bongeru. Hier ist der erste Kandidat, Rustini Martini. Also, Rustini, was willst du uns vorsingen? Ein eigenes Song, den ich selbst geschrieben habe, namens Konstruktionsbastlerins Assistentin ins Verfolgungsteam. Bitte. Warte, nein, Napalm Popsicle. Was? Ja, jedenfalls ist deine Zeit vorbei. Aber ich komm doch kaum dran. Der Nächste! Kurr. Yeah! Diese Poesie, er ist weiter. Was? Nein, das war nur das Gebrabbel einer Luftratte. Was weißt du schon? Nur die wahrlich Großen erkennen wahrlich große Kunst. Du meinst wahrlich großen Bullshit? Onkel Jack? Hey, was machst du denn hier? Anscheinend haben wir einen Kandidaten fürs Finale. Mal schauen, ob sich weitere qualifizieren. Der nächste ist Dennis.
Hallo, mein bürgerlicher Name ist Dennis. Aber alle nennen mich Oscar. Hm. Im Alter von 4 starb meine Oma, die gleichzeitig meine Schwester war. An Krebs. Einige Zeit später kam sie wieder und sie lebte. Und dann ist sie gestorben. Ihre letzten Worte waren sowas wie, du Nitte oder so. Ja, sehr. Können wir weitermachen, Oscar? Okay. Crawling in my crawl. These crawls, they will not crawl. Crawl is how I crawl. Crawling, what is crawl? Wow. Der nächste Teilnehmer ist... Das werden Sie nach der Werbung sehen. Does your life suck a dick in the banana? Cause that is all you are. Do you want to end it right now? You know, you can buy it here for $69.99. Just do it, Craig, okay? You won't regret it, because psych, you're dead! Oh, Junge, bin ich hungrig. Was hab ich da gehört? Ist hier einer hungrig? Das hab ich doch gesagt. Na dann, du Besserwisser. Was können wir gegen deinen Hunger tun? Zu Yoteko gehen? Brudi, kein Kaugummi auf dieser Welt geht zu Yoteko. Wohin dann? Das werde ich dir sagen, du kleiner Kaugummiball. Wir gehen entweder zu Dennis Pizza Shop oder besorgen uns erstmal 1 freie Pizza von der Ameisigkeit her. Dennis Pizza Shop, jetzt nur im Kühlregal. Willkommen zurück zu Ethan Factor. Kommen wir zu unserer Lieblingsstelle im Programm, und zwar der Zuschauerquizrunde. Hallo Kleines! Was willst du? Wie nennt man die Zone bei einem schwarzen Loch, wenn man ganz in der Nähe ist? Ich habe einen Freund und bin Veganerin. Okay, wenn du meinst. Hey, du da! Meinst du mich? Ja, willst du eine Frage beantworten? Nein, lassen Sie mich in Ruhe. Okay, zurück zur Show. Willkommen zurück zu Ethan Factor. Hier unser nächster Kandidat. Ochinchi Daifkedes. Was ist dein Talent? Watashi wa Ushinchi daisuke desu kun. Ich kann 3 Stahlträger durchschneiden. Bungaroo. Ara, ara, ara. Ja, dann fang mal an. Anatara, anatara. Call governor. Das waren nur Styroporblöcke. Aber er hat ein Schwert! Bungaroo. Keine Ahnung, was er gesagt hat, aber ein Schwert macht dich noch lange nicht cool. Er hat gesagt, dass du einfach keine Ahnung hast, Peter. Bungaroo. Ah, und der Pickel an deinem Arsch wird auch nicht kleiner durch das Make-up. Bin ich, weiter! Nein. Könntet ihr euch anders überlegen? Nö.
Der letzte Kandidat ist sehr mysteriös. Sein Name ist Rocky. Hey, Peter. Wenn du die ganze Zeit die Kandidaten anmeckerst, kommt ja keiner weiter. Im Vertrag steht, dass mindestens 2 Leute weiterkommen müssen. Also geiz dich mit guter Laune. Ja, ich denke, du hast recht. Ich versuch's mal. Ich will das nicht. Also, Herr Rocky, was haben Sie für uns vorbereitet? Ah, ein bisschen Mysteriosität. Gefällt mir. Okay, wir haben es uns zusammen überlegt und wir sind der Meinung, Sie sind weiter. Aber das nächste Mal versuchen Sie ein bisschen weniger zu reden, okay? Ich glaube, er freut sich. Puh, so viele Kandidaten heute. Ey, wann ist die Show endlich vorbei? Genau jetzt. Ja, war schon spaßig. Ich hoffe, meine Wangen sahen im Fernsehen nicht zu blass aus. Bungaroo. Ah, Sian, da ist ja Kanye East. South. Du weißt schon, wen ich meine. Hey, Süße. Heute schon was vor? Nee, du Vitamin-Winzling. Ich hab später noch einen Porn-Dreh mit dem März und muss davor Koka besorgen. Sheesh! Sag doch einfach nur nein. Keiner will deine Lebensgeschichte hören. Wäre ich du, würde ich mein Maul nicht so weit aufreißen. Er passt nicht ganz rein bei dir. Außerdem bist du derjenige, dessen Karriere gefährdet ist. Hä, wieso das? Hat unsere Teilnahme hier nicht uns ein bisschen wieder beliebt gemacht? Nicht wirklich, aber du könntest uns nachher beim Porn unterstützen. Wieso darf ich nicht? Dann pickligen Ass will keiner am Set haben. Wieso jeder über meinen Pickel? Hey, da ist dieser Apfel mit dem fetten Pickel am Arsch. Der ist im Real Life sogar größer als auf dem Foto. Warte, redest du von mir oder dem Pickel? Vom Pickel. Warte, was? Es gibt ein Bild von mir mit meinem Pickel am Arsch? Es ist das Titelbild auf unserer Homepage. Oh, shit.